Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beim digitalen Start Online. Heute am 21.01. zur zweiten Online-Diskussionsrunde, denn den einen oder anderen habe ich vielleicht schon heute Vormittag begrüßt. Wir diskutieren jetzt über das Thema Datenschutz mit oder gegen die Pandemie, denn wir versammeln uns noch immer online. Die Krise ist nicht beendet. Und noch immer beobachten wir, im Kampf gegen die Pandemie werden Freiheitsrechte zugunsten des Gesundheitsschutzes zunehmend eingeschränkt. Die Demonstrationsfreiheit, die Bewegungsfreiheit und die Berufsfreiheit. Hingegen scheinen Einschränkungen des Rechts auf die informationelle Selbstbestimmung in Deutschland ein Tabu zu sein. Mit zeitlich beschränkten Ausnahmen beim Datenschutz könnte womöglich viel zur Eindämmung der Pandemie beigetragen werden. Wie mit einer App mit echter Tracking-Funktion Infektionsketten nachvollzogen werden können, haben Südkorea und Taiwan gezeigt oder vorgemacht. Dem Ausschluss von rechtlichen Einschränkungen beim Datenschutz steht ein gewaltiges Defizit in der Praxis gegenüber. Kontaktlisten, beispielsweise in der Gastronomie, werden kaum vor unsachgemäßer Einsicht und Zweckentfremdung geschützt. Diese Diskrepanz wollen wir heute diskutieren. Wie viel Datenschutz können und wollen wir uns bei der Pandemie erlauben? Wie könnte eine neue oder überarbeitete Corona-Warn-App gestaltet werden und damit auch Nutzerinnen und Nutzern helfen? Welche vertretbaren Anpassungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten können die Nachverfolgung von Infektionsketten und des Impffortschritts verbessern? Wie ist die Diskrepanz zwischen Datenschutzrecht und täglicher Datenschutzpraxis zu adressieren? Über all das wollen wir heute diskutieren und auch Ihre Meinung bzw. Ihre Fragen interessieren uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen bringen Sie sich unbedingt via Chat ein, tippen Ihre Fragen dort hinein, bitte. Und ich übergebe. Ja, einen ganz herzlichen guten Tag auch von meiner Seite aus. Danke für die Anmoderation. Es ist schon darauf hingewiesen, unser Thema hat heute das Verhältnis des Wertepaares einerseits Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, andererseits Gesundheitsschutz. Zwei wichtige Werte, die Staat, Politik und Gesellschaft zu schützen und zu achten haben, die aber in ein kritisches Verhältnis zueinander gekommen sind aufgrund der Pandemie. Meine Damen und Herren, es ist darauf hingewiesen worden, wir haben einen Chat offen, da können Sie einfach Ihre Fragen und Anmerkungen eingeben. Ich habe den hier auf meinem Bildschirm und kann dann, wenn es sich lohnt oder wenn es angemessen erscheint, das in unsere Diskussion mit aufnehmen. Und wir haben 90 Minuten, die wir maximal ausschöpfen können, nicht ausschöpfen müssen. Das werden wir dann mal sehen. So, wir haben eingeladen, wenn ich das Bild mal öffnen darf. Wir haben eingeladen drei Gäste heute zu unserer Diskussionsrunde. Herzlich willkommen an alle drei. Wir haben einen Philosophen, einen Mediziner, der auch Chemiker ist, und wir haben einen Juristen, der Datenschutzbeauftragter ist. Fangen wir mit dem Philosophen, einem sehr bekannten deutschen Denker an, der zwei Karrieren hat, eine als Philosoph und eine als Politiker, Professor Dr. Julian Nieder-Rümelin. Sie sitzen im Homeoffice, wie viele von uns derzeit. Ganz herzlich willkommen in München. Und wir haben dann Herrn Dr. Andreas Bobrowski. Er sitzt in seinem Labor an der Klinik in Lübeck. Und er hat uns vorhin schon erzählt, nebenan, da stehen all die Proben, zu denen er gleich wieder zurückgerufen wird. Und er hat viel zu tun, deswegen an seinem Arbeitsplatz. Und wir haben Herrn Dr. Hasse, er ist Beauftragter des Landes Thüringen für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und ich vermute, das ist Ihr Büro in Erfurt. Ganz herzlich willkommen nach Thüringen. Vielleicht ganz kurz noch, wenn Sie mir erlauben, meine Herren, eine Vorstellung. Ich hatte angefangen mit Herrn Professor Nieder-Rümelin. Er ist auch Politiker gewesen, aber er ist natürlich noch politisch engagiert. Aber er war im ersten Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder, der Staatsminister im Bundeskanzleramt
für das Aufgabengebiet Kultur und Medien, ein Thema, das Sie schon lange beschäftigt hat, für das Sie auch in der Stadt München verantwortlich waren und das Sie dort vorangetrieben haben. Gleichzeitig waren Sie eine Zeit lang Mitglied und Vorsitzender der Grundwertekommission der Sozialdemokratischen Partei. Ihre zweite oder vielleicht, ich weiß es nicht, ob man das überhaupt bewerten kann, aber Ihre wichtige Karriere als Philosoph, der Ihnen einen Namen weit über Deutschland hinausgebracht hat, ist immer auch mit der Universität in München, aber mit vielen Berufungen an anderen Universitäten, mit vielen Publikationen verbunden. Und im Grunde genommen sind Sie jemand der Philosophie, der die Frage nach Ethik, nach der Vernunft und Verantwortung stellt, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf. Also eine Frage, die wir heute ja, jeder Mensch im Alltag stellt die sich ja fast täglich heute, vielleicht nicht in wissenschaftlicher Hinsicht, aber durchaus stellen wir uns ja diese Fragen alle. Dann gehe ich nochmal nach Lübeck zu Herrn Dr. Bobrowski. Ich hatte das vorhin gesagt, Sie haben Ihre wissenschaftliche Karriere als Chemiker angefangen, haben die dann erweitert mit dem Medizinfach, Humanmedizin, haben aber dann in beiden Disziplinen sind Sie zu Hause und Sie waren eine kurze Zeit lang Oberstabsarzt bei der Bundeswehr und waren dann auch als Facharzt in der Labormedizin tätig. Und wichtig zu wissen ist, Sie sind Vorsitzender des beratenden Fachausschusses Fachärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein und Abgeordneter eben dieser selbigen in der Bundesvereinigung. Sie sind sozusagen auch das, was man einen Sprecher Ihrer Berufsgruppe nennt. Und deswegen ist das sicherlich auch von Gewicht, was Sie heute hier in der Diskussion beizutragen haben. Und dann gehen wir nochmal nach Thüringen zu Herrn Dr. Hesse. Er hat promoviert in Osnabrück, ist dann gewechselt in die Landesverwaltung nach Thüringen, an die Verwaltungsfachhochschule und ist dann im thüringischen Innenministerium mit verschiedenen Aufgaben betraut gewesen, bis ihn dann der Thüringische Landtag 2012 und erneut 2018 zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt hat. So, meine Herren, das ist die Runde. Und ich begrüße Sie heute aus Bonn, denn unsere Möglichkeiten sind auch eingeschränkt. Sie sehen unmissverständlich, ich sitze im Homeoffice. Um meine Möglichkeiten nach Berlin zu kommen, wo eigentlich mein Büro ist, die sind auch etwas minimiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber wie Sie sehen, geht eine solche Diskussion auch online. Das haben wir ja auch in den letzten Monaten intensiv gelernt. Bevor wir starten, würde ich vielleicht gerne, wenn die Regie mal das gleich abspielt, einen Einspieler bringen. Wir hatten vor einer Woche eine Diskussion mit dem Oberbürgermeister von Jena, mit dem Oberbürgermeister von Tübingen und dem Landrat von Gütersloh. Drei herausragende Kommunalpolitiker, die alle sehr, sehr eigene Wege bei der Pandemiebekämpfung gegangen sind, in ihren Kommunen bzw. in ihrem Landkreis, sind von der Landesregierung als auch teilweise von der Bundesregierung wegen dieser Maßnahmen angegriffen worden. Sie, Herr Professor Niederrümelin, kennen ja den Fall von Herrn Palmer, mit dem haben Sie ja gemeinsam auch ein Papier lanciert. Und er hat in dieser Diskussion einen zentralen Satz gesagt, der genau das Thema unserer Diskussion hier trifft, wenn die Regie das mal gerade einspielt. Der einzige Weg, das sicherzustellen, wäre Hightech einzusetzen, moderne Datentechnologie zu nutzen, also mit der Corona-Warn-App eine GPS-Aufzeichnung zu verbinden, sodass Infektionsorte und Zeiten präzise protokolliert werden. Und wenn einer dann den positiven Test hat, dann müsste diesen Daten alle sofort ins Gesundheitsamt. Dann wüssten wir, wo die Infektionen stattfinden und könnten zeitnah eingreifen, in der Regel über automatische Direktwarnung der Betroffenen. Das, was wir da nachlaufend machen können, ist viel, viel zu langsam. Und dass das in Asien geht und bei uns nicht, ist nur einer Tatsache zu verdanken, nämlich der heiligen Kuh Datenschutz. Dieses Thema ist auch schon seit April auf der Tagesordnung, als die Warn-App konzipiert wurde. Man hat sich bewusst für Datenschutz und gegen Virenschutz entschieden. Und den Preis zahlen wir alle mit Lockdowns, deren Ende wir nicht absehen können. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, die überhaupt in der Pandemiebekämpfung getroffen wurde, auf die Datenschützer zu hören und sich diese Chance entgehen zu lassen, effektiv die Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Zig Milliarden teurer Fehler, 100 Milliarden teurer Fehler. Herr, das sind die Worte des Oberbürgermeisters von Thüringen, der das natürlich sehr prononciert gesagt hat. Wir haben uns entschieden für Datenschutz statt für Virenschutz.
Fangen wir vielleicht mal mit einer Generalbetrachtung an, bevor Sie, Herr Dr. Hasse, natürlich was dagegen hoffentlich sagen werden müssen. Fangen wir vielleicht mal mit einer generellen Betrachtung an, Herr Professor Niederrümelin. Wie ist das normal in einer solchen Krisensituation mit einer extremen Krisenhaftigkeit und vielleicht auch, sagen wir mal, mit der Art von Kontrollverlust, die wir ja alle erleben, dass solche Grundwerte in einen Widerstreit zueinander kommen? Und wie kann man das eigentlich lösen? Wir reden ja bei Gesundheitsschutz ohne Zweifel über eines der wichtigsten Grundrechte. Und bei Datenschutz wissen wir, die letzten Jahre haben das gezeigt, wir hängen das in Deutschland zumindest, aber auch in Europa ganz hoch im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt. Wie kann man solche Konflikte eigentlich lösen, wenn man das jetzt mal aus philosophischer Betrachtung herauszieht, Herr Professor? Also ich spreche hier, das muss ich vorausschicken, als Risikoethiker, auch jemand, der sich intensiv mit Fragen der kollektiven Rationalität und der praktischen Vernunft auseinandergesetzt hat. Ich bin, das wird zu Recht hier richtig angegeben, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, aber ich spreche jetzt nicht für den Deutschen Ethikrat. Also dieses Thema, was wir jetzt hier gerade traktieren, war bisher kein Thema im Deutschen Ethikrat. Obwohl es eine Arbeitsgruppe Pandemie gibt, an der ich auch als korrespondierendes Mitglied mitwirke. Das will ich nur vorausschicken. Ich spreche nur für mich, nicht für den Deutschen Ethikrat. Jetzt zu Ihrer Frage. Man muss das, glaube ich, in der Tat etwas grundsätzlich beleuchten. Ich habe mit Erik Hilgendorf zusammen, einem Juraprofessor aus Würzburg, da auch nun einen Vorstoß gemacht. Ich glaube, morgen erscheint auch in der Welt noch mal ein zweiter Artikel dazu. Die Grundproblematik ist die, dass wir alle Grundrechte, alle durchgängig bis auf Artikel 1 Absatz 1 abwägen müssen. Kein einziges dieser Grundrechte können wir absolut setzen. Wir müssen immer schauen, was heißt die Einschränkung in dem einen Fall für das eine Grundrecht, für das andere Grundrecht, zum Beispiel auch bei den Maßnahmen. Wenn wir zum Beispiel so diskutiert hätten, jede Einschränkung der Freiheit der Berufsausübung, Freiheit der Berufsausübung kommt nicht in Frage, dann hätten wir keine Lockdown- und Shutdown-Maßnahmen verhängen können. Wir greifen massiv ein in Eigentumsrechte. Es gibt eine ganze Reihe, und da wird noch einiges erwartet an Insolvenzen, die uns bevorstehen. Also auch das Eigentumsrecht ist massiv tangiert. Und wenn man weltweit die Situation anschaut, dann ist es leider noch viel dramatischer. Wir reden jetzt über Deutschland, ist mir schon klar, aber einmal vielleicht kurz global der Blick gerichtet. Die Welthungerhilfe und andere internationale Institutionen sagen, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die ökonomischen und sozialen Folgen, die diese Maßnahmen haben, selbst viele Millionen von Toten nach sich ziehen werden. Unser eigener Entwicklungshilfeminister Müller hat darauf hingewiesen, dass 30 Millionen zusätzliche Hungerstote durch die Shutdown-Maßnahmen erwartet werden, weltweit. Das heißt, da geht es um das Recht auf Leben. Und auch in unserem Land geht es bei 40.000, 50.000 Todesfällen durch Corona, geht es um das Recht auf Leben. So, und jetzt will ich ausdrücklich sagen, ich engagiere mich ja seit vielen Jahren im Bereich Digitalisierung, Forschungsprojekte der EU, ich bin Direktor am Bayerischen Institut für die digitale Transformation. Ich finde es unsäglich, wie die großen Datenkraken Google, Facebook, Amazon und so weiter mit unseren Daten umgehen. Das kann nicht sein. Und auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat an dieser Praxis nichts Grundlegendes bislang ändern können. Jedenfalls nicht so grundlegend, wie man sich das wünscht. Also verstehen Sie mich nicht miss, ich bin sehr für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt kommt das Aber. Wir müssen schauen, dass wir mit großen Datenmengen auch das Gute für die Bevölkerung ermöglichen. Also für die Forschung zur Verfügung stellen, für den medizinischen Fortschritt, für das soziale, zivilgesellschaftliche Engagement. Und in dieser Krise müssen wir sicherstellen, dass mit digitalen Tools die Nachverfolgbarkeit des Gesundheitsgeschehens effektiv, so effektiv wie nur möglich erfolgt. Das ist gegenwärtig nicht der Fall. In der Tat, wir sind nicht immer einer Meinung, Boris Palmer und ich, aber hier sind wir einer Meinung. Damals war ja noch Alexander Kekulé und Juli C. und die Ökonomen Straubhaar und Schmidt, Mitglied der Wirtschaftsweisen des Rates.
waren mit dabei und wir haben um viele Formulierungen heftig gerungen. Aber wir sind uns in diesem einen Punkt einig. Datenschutz ist ganz wichtig. Informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht, wenn es auch nicht in der Verfassung steht, im Grundgesetz. Aber wir müssen auch dieses Grundrecht gegen andere abwägen. Und jetzt darf ich vielleicht zum Schluss noch was sagen, was noch relevant ist für uns. Man kann darüber streiten, wie groß die kausale Rolle von Tracking-Apps, etwa in Taiwan, Südkorea, Sie haben diese beiden Länder genannt, aber auch Australien und in anderen Ländern, anderen Demokratien. Wir reden jetzt nicht von einer Diktatur wie China oder einer Diktatur wie Singapur, wir reden von Demokratien. Man kann darüber streiten, wie groß die kausale Rolle jeweils ist. Aber die Bundesregierung hat jetzt die Inzidenz 50 als entscheidendes Kriterium, darum wird ja gegenwärtig gerungen, ob es dabei bleibt, ob es angehoben werden soll oder vielleicht sogar abgesenkt werden soll, deswegen genannt, weil für viele Gesundheitsämter ab der Inzidenz 50 Kontrollverluste drohen. Auch ohne Kontrollverlust sind die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten sehr eingeschränkt. Es dauert zu lang, es kommt zu weiteren Infektionen, bevor die Menschen informiert sind und so weiter. Aber ab 50 droht ein sehr weitgehender Kontrollverlust in vielen Gesundheitsämtern in Deutschland. Wenn dem so ist, nehmen wir dieses Kriterium. Darüber kann man ja streiten, ob das vernünftigste und wichtigste Kriterium ist, sich an Inzidenzen zu orientieren. Das ist durchaus umstritten in der Wissenschaft. Aber wenn man das einmal nimmt, dann müssen wir ja sicherstellen, dass angenommen, wir kommen bis Mitte Februar, die Bundeskanzlerin hat das ja in Aussicht gestellt, unter 50. Und die Shutdown-Maßnahmen werden zurückgenommen, sicher nicht alle Maßnahmen generell, aber Shutdown-Maßnahmen werden zurückgenommen. Und dann haben wir 3, 4, 5 Wochen später wieder das Ansteigen der Inzidenz und wir rutschen in den, je nachdem wie man zählt, dritten oder vierten Lockdown hinein. Das kann niemand wollen. Und deswegen, ich kritisiere die damaligen Entscheidungen nicht, darüber kann man streiten, ob es damals gerechtfertigt war oder nicht. So, ich sage einfach, wenn das Ziel ist, Kontrolle bewahren, dann muss jetzt alles getan werden, damit die Gesundheitsämter instand gesetzt werden, das Infektionsgeschehen mit digitalen Tools nachzuverfolgen. Und da sehe ich nach Lage der Dinge, gibt es eine ganze Reihe digitaler Tools, die man da zum Einsatz bringen kann, dass das ohne eine funktionierende, effektive Corona-App nicht möglich ist. Die jetzige hilft den Gesundheitsämtern so gut wie nicht. Ja, Herr Professor Niederrübeling, ganz herzlichen Dank. Sie haben auch auf die Bedeutung deswegen hingewiesen, weil ja zu befürchten ist, dass es einen Jojo-Effekt geben könnte, wenn also der Shutdown gelockert wird, dass es eine gewisse Zeit lang braucht, bis die Infektionszahlen wieder hochgehen. Das ist natürlich für das gesamte gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Leben keine Perspektive. Und Sie haben auch darauf hingewiesen, dass es Demokratien sind, im pazifischen und asiatischen Raum, die Tracking-Apps einsetzen. Es hat ja, Herr Dr. Hasse, Sie sind ja im Grunde genommen direkt hier angesprochen, es hat ja bei der Entstehung hierüber Diskussionen gegeben und die Datenschützer sind ja auch befragt worden. Ich denke, die Landesdatenschützer von ihren Landesregierungen und Herr Kelber in Bonn von der Bundesregierung und alle haben gesagt, also der Datenschutz muss auch hier vollumfänglich erhalten bleiben. Und der Professor Niederrübeling hat ja darauf hingewiesen, dass viele andere, wenn nicht sogar fast alle anderen Grundrechte eingeschränkt worden sind zugunsten des Gesundheitsschutzes. Was würden Sie sagen? Also erstmal die Frage, warum ist der Datenschutz nicht gelockert worden mit Blick auf eine funktionierende App, erstens? Und zweitens, glauben Sie, dass das in Zukunft noch geschehen kann? Denn wenn ich mich richtig erinnere, Herr Professor Niederrübeling, haben Sie ja gefordert, eine Aussetzung bestimmter datenschutzrechtlicher Regelungen bis April oder sowas. Da gab es mal einen Artikel von Ihnen, glaube ich. Herr Professor Dr. Hasse, was sagt der Datenschützer dazu? Der Thüringer Datenschützer ist nicht habilitiert. Ich bin nur promoviert. Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Niederrübeling gesagt hat. Da ich Jurist bin, gestatten Sie mir vielleicht so ein paar theoretische Ausführungen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner grundlegenden Volkszählungsentscheidung 1983 ausgeführt, dass das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung nicht nur, aber auch in Artikel 1 Grundgesetz
fußt, wurzelt. Herr Neder-Rümelin hat gesagt, dass dieses Grundrecht nicht einschränkbar ist. Vielleicht auch deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in Artikel 2 Absatz 1 mit hinzugezogen, dann spricht man vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das einem sogenannten Gesetzesvorbehalt unterliegt. Also der Gesetzgeber kann dieses Grundrecht einschränken. Das ergibt sich einmal aus der grundlegenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ergibt sich aber auch aus Folgeentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, der Landesverfassungsgerichte und auch des EuGHs. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist seinerseits einschränkbar durch Gesetze. Wohlgemerkt, es ist einschränkbar. Und da beide Grundrechte durch Gesetze einschränkbar sind, hat also der Gesetzgeber nun die Aufgabe, beide Grundrechte im Wege der sogenannten praktischen Konkordanz zu einem Ausgleich zu bringen, der verhältnismäßig ist. Also die gesetzgeberische Maßnahme muss geeignet, erforderlich, angemessen sein für einen solchen Ausgleich der widerstreitenden Grundrechte. Und keines der beiden Grundrechte, Herr Neder-Rümelin hat es angesprochen, darf dabei in seinem Wesensgehalt angegriffen werden. Also es muss etwas übrig bleiben von den beiden Grundrechten. In dieser Zone gesetzgeberisch etwas zu regeln, zugunsten oder zu Lasten eines dieser beiden Grundrechte, hat der Gesetzgeber einen sehr weiten Spielraum. Er hat Regelungen getroffen, Bundesinfektionsschutzgesetz mit den einhergehenden, aus meiner Sicht sehr weitgehenden Befugnissen für den Bundesgesundheitsminister. Darauf aufbauend die Landesregelungen zum Schutz der Gesundheit. Und hier finden durchaus auch gerade Einschränkungen und auch zu Recht, das will ich gar nicht in Frage stellen, Einschränkungen des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung statt. Es ist ja nicht so, als wäre, um Ihre Worte zu gebrauchen, Herr Proll, als wäre das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung nicht gelockert. Es gibt auch keinen Notstand derzeit, wo Grundrechte hier außer Kraft gesetzt werden. Das ist aus meiner Sicht auch gar nicht notwendig, weil eben der Gesetzgeber beide Grundrechte einschränken kann und dabei entscheiden darf, welches Grundrecht er aus welchem Grund bevorzugt und welches er hintanstellt. Hier sind also bereits Regelungen in der Welt. Und man kann natürlich die Frage stellen, sind diese Regelungen ausreichend oder müssen sie anders gestaltet werden, zu Lasten oder zugunsten des einen Grundrechts? Also wir sprechen ja hier darüber, dass der Datenschutz weiter eingeschränkt werden soll oder werfen die Frage auf, darf er das? Darf er weiter eingeschränkt werden? Dieses Grundrecht auf Datenschutz, nenne es im Moment auch, das ist nicht ganz treffend, aber Grundrecht auf Privatsphäre zugunsten des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ob der Gesetzgeber diesen Spielraum derzeit so weit ausgenutzt hat, da kein Spielraum mehr verbleibt, das bezweifle ich mal. Also da bin da ganz offen. Ich denke, es können hier weitergehende Regelungen auch getroffen werden zulasten des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist aber zunächst Aufgabe des Gesetzgebers, das zu entscheiden. Wünschenswert wäre dabei, dass die Datenschutzbeauftragten rechtzeitig eingebunden werden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte ist rechtzeitig eingebunden und ich gehe davon aus, falls Regelungen verschärft werden sollen, dass oder auch die Technik anders ausgestaltet werden soll und dabei eingegriffen wird in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, dass hier der Bundesbeauftragte, gegebenenfalls auch Landesbeauftragte mit ins Boot geholt werden, um ihre Sachkompetenz mit einzubringen. Ausgeschlossen ist, dass Regelungen getroffen werden, die unverhältnismäßig sind, also ungeeignet, nicht notwendig und unangemessen und dass der Wesensgehalt, der Kern des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung tangiert wird. Aber bis zu diesem Wesensgehalt, denke ich, ist noch etwas Spielraum. Fatal wäre es aus meiner Sicht, wenn hier Regelungen getroffen werden,
ohne Einbindung der Datenschutzbeauftragten. Ich will das an dieser Stelle schon mal einbringen, vielleicht taucht es in der späteren Diskussion noch mal auf. Es ist aus meiner Sicht ja nicht so wie in anderen Staaten, dass die Bürgerinnen und Bürger so viel Vertrauen in die Bundesregierung haben, dass sie jede Regelung im Bereich des Datenschutzes widerspruchslos hinnehmen. Also, wenn, ich will das anders formulieren, wenn, wir kommen noch drauf wahrscheinlich, wenn eine Regelung vorgesehen werden würde, dass eine Corona-App, wie auch immer sie ausgestaltet sein wird, zwingend, also obligatorisch sein soll, wie in anderen Ländern, dann hat das ja nicht nur praktische Konsequenzen. Also wie setze ich das um? Das wäre ja auch ein Eingriff in das Eigentum eines Smartphone-Besitzers, der sich eine App herunterladen muss. Wie soll das kontrolliert werden? Wie finden die Updates statt? Wie wird das durchgesetzt? Ich würde davon ausgehen, das hat mir so die Diskussion in der ersten Corona-Welle gezeigt, dass ein Aufschrei durchs Land gehen würde, wenn die Bundesrepublik Deutschland hier eine obligatorische App vorschreiben würde. Wohlweislich ist das ja auch bisher nicht gemacht worden, auch und eben aus Akzeptanzgründen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Ihre Fragen beantwortet habe, Herr Poll, aber ich denke, ich höre erst mal auf, bevor ich mich warm rede. Dr. Hasse, ganz herzlichen Dank. Sie haben ja jetzt auf die App hingewiesen und wir werden vielleicht gleich nochmal auf die App in Korea und in Taiwan eingehen. Da werden dann auch die Dinge, denke ich, diskutiert werden. In Korea ist es ja sehr weitgehend, ja, wenn allerdings, ich gelesen habe, auf freiwilliger Basis und die in Taiwan, glaube ich, ist es so, wer kein Smartphone hat, der kriegt dann eins von der Regierung mit der App eben drauf. Gut, ich wollte aber eine Frage stellen. Herr Dr. Hasse, Sie haben ja nicht ausgeschlossen, dass es, wie soll ich sagen, sagen wir mal, in der Abwägung zwischen den Grundrechten Gesundheitsschutz und informationelle Selbstbestimmung, die Sie so als Privatheit bezeichnet haben, dass es da noch sozusagen weitere Austarierungen geben könnte. Sie haben nur dafür plädiert, dass die Grundzüge erhalten bleiben müssten und dass die Datenschützer an dieser Meinungsbildung beteiligt sein sollten. Ich würde jetzt, bevor ich zu Herrn Dr. Bobrowski komme, an Sie noch die Frage stellen. Es gab ja in den letzten Tagen die Diskussion, Herr Dr. Hasse, das ging in Niedersachsen los. Da gibt es das Melderegister Datenspiegel. Das sind sozusagen die gespiegelten kommunalen Melderegister in einer Datei. Das Land wollte jetzt die über 80-Jährigen anschreiben, um denen Impftermine zu geben oder darauf hinzuweisen, wie man die Impftermine machen kann, und ist dann in einem Ausführungsgesetz zum Bundesmelderegister gescheitert, weil ein privater Dienstleister, der diese Briefe hätte verschicken sollen, nicht die Daten aus diesem Melderegister verwenden darf. Folge war, dann hat Niedersachsen gesagt, dann gehen wir zur Deutschen Post, genauer gesagt zur Post Direkt, das ist so ein Versandhändler der Deutschen Post AG, und die haben Daten der Bürger, also eine private Firma. Die haben aber natürlich nicht alle Daten und die haben auch nicht von jedem Bürger ein Geburtsdatum. Und dann ist man in Niedersachsen und in Berlin auch hingegangen und hat dann nach Vornamen gesucht, um die rauszusuchen aus diesen Daten der Post, die wahrscheinlich in die Gruppe der 80-Jährigen gehören. Also sagen wir mal, haben sie Erika und Karl und Wilhelm rausgesucht. Ich denke mal, in Berlin dürfte das dazu geführt haben, dass viele Kinder in Friedrichshain dann auch einen Brief bekommen haben, weil diese Namen hier mittlerweile wieder populär sind. Aber ich meine, Herr Dr. Hasse, da würden doch kleine Änderungen reichen, ohne dass man den Datenschutz in Frage stellt, so rein funktionale Änderungen, um ein solch praktisches Problem zu beheben. Denn jetzt laufen wir ja das Risiko, dass einige, die einen Brief hätten bekommen können, um sich impfen zu lassen, gar keinen Brief bekommen, weil sie von den Daten nicht erfasst werden. Die aber vorliegen. Können Sie mich hören? Ja. Hallo? Danke. Das sehe ich genauso wie Sie, Herr Proll. Ich war mir immer nicht ganz sicher, ob das Fake News ist oder ob das Absurdistan live ist. Aber es scheint ja tatsächlich so gelaufen zu sein. Ich bin jetzt natürlich zuständig nur für Thüringen und nicht für Niedersachsen, will da jetzt auch meiner Kollegin nicht reinfunken. Man muss gucken, gäbe es eine Rechtsgrundlage für die Meldeämter, diese Daten zu übertragen. Ich gehe davon aus, dass es die gibt.
Auf der anderen Seite gibt es eine Rechtsgrundlage zur Anforderung dieser Daten von den Meldeämtern. Ich gehe davon aus, dass es die auch gibt. Wenn es sie nicht gäbe, könnte man die natürlich schaffen. Also ich sehe, kann das Problem nicht wirklich erkennen. Möglicherweise ist das mal wieder so ein Schnellschuss. Da sollte schnell was gemacht werden. Also auch vor dem Hintergrund, den hatte ich noch nicht angesprochen. Ich will das an dieser Stelle einfügen, dass Deutschland, ja speziell Deutschland, digitales Entwicklungsland ist. Und hier funktioniert natürlich so einiges nicht digital. Und jetzt muss alles sehr schnell gehen. Und da kommt es dann zu Friktionen und dann kommt man auf solche kuriosen Notlösungen. Aber ich denke, auch andere Gesetze, meinetwegen auch Verordnungen, werden schnell gemacht. Und da könnte man auch hier die entsprechenden Rechtsgrundlagen schaffen, wenn, das lassen Sie mich ergänzen, wiederholt, diese Rechtsgrundlagen verfassungskonform sind, also verhältnismäßig oder beziehungsweise und der Wesensgehalt nicht tangiert wird. Da wir aber davon ausgehen können, dass solche Gesetze auch immer vor den Landesverfassungsgerichten beziehungsweise vom Bundesverfassungsgericht landen, haben wir glücklicherweise ja die für den Rechtsstaat aus meiner Sicht elementare Bedingung erfüllt, dass hier am Schluss Juristen darüber entscheiden, natürlich unter Berufung auf zum Beispiel medizinische oder physikalische oder Gutachter, Physiker wollte ich sagen, oder auch ITler insbesondere, CCC, Chaos Computer Club will ich hier nur streifen, dass hier verfassungskonforme Regelungen getroffen werden können, die diese Datenflüsse nicht blockieren, sondern beschleunigen. Also, aber ich bin nun mal Datenschützer. Ich habe mich bisher zugunsten des Grundrechts der Gesundheit und des Lebens eher geäußert. Aber ich bin eben auch Jurist und ich habe ja diese Spielräume für den Gesetzgeber angedeutet. Wir Datenschützer gucken vielleicht so ein bisschen durch unsere Brille, aber wir sind ja nicht bekloppt. Wir sind eben überwiegend Juristen und erkennen natürlich an, dass der Gesetzgeber hier seine Spielräume hat. Und wenn die verfassungsrechtlichen Weichen richtig gestellt sind, dann werden wir dem auch natürlich auch zustimmen. Auch vor dem Hintergrund, dass das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Sie hatten es eingangs auch erwähnt, Herr Proll einen sehr hohen Rang genießt, aber die informationelle Selbstbestimmung fußt eben auch in der Menschenwürde. Also ich will mich jetzt nicht hier dahin versteigen, zu sagen, welches Grundrecht ist vorderrangig, muss ich auch nicht, weil eben beide Grundrechte durch den Gesetzgeber in einen verhältnismäßigen Ausgleich gebracht werden können. Wenn man das so vor Augen hat und auch weiß, dass am Ende die Verfassungsgerichte darüber entscheiden werden, in aller Regel, muss man sich nicht aufregen. Ich verstehe hier und da die Aufregung nicht. Herr Dr. Hasse, das Voll, wenn Sie erlauben, würde ich dazu ganz kurz etwas sagen. Also erst einmal finde ich das sehr beachtlich, wie Herr Hasse das, oder geht das jetzt technisch nicht, dass ich da, ja. Ich wollte nur sagen, ich finde das sehr beachtlich, wie sich Herr Hasse da als guter Jurist eben äußert und sagt, es gibt eben diese Abwägungsmöglichkeit, der Abwägungserfordernis zwischen Grundrechten und da ist der Gesetzgeber gefordert, das vorzunehmen. Und dazu will ich nur eine zusätzliche Information geben, vielen wird das hier bekannt sein. In dem ursprünglichen Gesetzentwurf vom 20. März 2020 des Bundesgesundheitsministers, da heißt es, dass die zuständigen Gesundheitsbehörden bei Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, so war das damals formuliert, also weitreichende Befugnisse eingeräumt werden sollen, unter anderem die Nachverfolgung von Standortdaten. Und da wird sogar darauf hingewiesen, in der Begründung des Gesetzentwurfs, wie zum Beispiel in Südkorea praktiziert, weil dies helfen könne, Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten zu ermitteln, um Infektionsketten wirksam zu unterbrechen. Das ist dann zurückgezogen worden aufgrund der heftigen öffentlichen Debatte und der Unsicherheit in der Politik. Von daher hat ja eine juristische Abwägung schon mal stattgefunden, jedenfalls im Bundesgesundheitsministerium damals, und die sind zum Ergebnis gekommen, das kann man vertreten. Das wollte ich nur ergänzend sagen. Die Ergänzung. Ich wollte noch sagen, bevor wir jetzt Herrn Dr. Bobrowski hören, wollte ich noch zu diesem Thema Niedersachsen und Melderegisterspiegel sagen. Drei Bundesländer haben ja einen anderen Weg gefunden.
Die haben einfach gesagt, dann machen wir das nicht zentral, sondern dann delegieren wir das an die Kommunen, weil die können aufgrund ihrer kommunalen Melderegister problemlos erkennen, wer über 80 ist und kriegt dann einen Brief. Ich habe hier mal einen solchen in der Hand, der Stadt Bonn, ihre Möglichkeit zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus, 18. Januar, unterschrieben von der Oberbürgermeisterin. Also es gab eine praktische Lösung für einige Länder. Andere gehen da diesen komischen Umweg über diese Posttochter. Herr Dr. Bobrowski, es ist ja jetzt schon einiges geredet worden, was zu dem Thema der ethischen Betrachtung und der juristischen Betrachtung, sagen wir mal, dieses, ja, man könnte ja fast sagen, natürlichen Konkurrenz- oder Bewertungsverhältnisses zwischen diesen beiden Grundwerten angeht. Nun kommt jetzt noch die medizinische Betrachtung von Ihrer Seite hinzu. Sie sitzen da ja in einem Labor, das sich wahrscheinlich auch mit diesen Fragen intensiv beschäftigen muss. Und in Ihrem Krankenhaus, denke ich, wird ja auch das eine oder andere bei den Mitarbeitern diskutiert. Sie sehen da einiges. Aber Sie haben ein Hippokrates-Eid geleistet. Also für Sie ist die Gesundheit Nummer eins. Die gilt es zu schützen oder wiederherzustellen. Wie sehen Sie als Mediziner die Diskussion der Abwägung zu anderen Grundwerten? Also ich kann das, was jetzt juristisch und philosophisch geführt wurde, sehr gut verstehen. Aber, und Sie haben es ja eben auch schon deutlich gesagt, es handelt sich hier auch um ein gesundheitliches Problem. Und insofern handelt es sich letztendlich um ein Problem, was zwischen dem Arzt und dem Patienten letztendlich abgehandelt werden muss. Und da kommt eine Sache, die ich bisher hier noch nicht aus meiner Sicht ausreichend bewertet wurde. Und das ist das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis, was die Basis unserer Arbeit ist, von irgendeiner Seite, und das war ja eben, wurde ja schon zitiert aus den frühen Gesetzesentwürfen, durch Zwangsmaßnahmen möglicherweise eingeschränkt wird, dann muss man einfach damit rechnen, dass die Ärzteschaft sagt, diesen Weg wollen wir nicht mitgehen. Denn es handelt sich nach wie vor um eine Erkrankung, die, wie wir jetzt ja mittlerweile wissen, pandemische Maße angenommen hat, aber die letztendlich natürlich zwischen Patient und Arzt, ob das nun das Impfen angeht, ob es die Diagnostik angeht, ob es die Therapie angeht, in diesem Vertrauensverhältnis letztendlich bewältigt werden muss. Und deshalb war es für uns, als wir uns mit dieser Problematik beschäftigt haben, eine Frage auch der Praktikabilität. Ich kann ja viele juristische und philosophische Dinge über Datenschutz und ähnliche Sachen machen, aber letztendlich waren die Vorgaben, die wir hatten, klar. Es soll ein freiwilliges Meldesystem sein. Es soll kein Zwang sein. Wir melden freiwillig, wir impfen freiwillig. Es soll kein Zwang ausgeübt werden. Wir hätten uns als Ärzte da auch gegen gesträubt und hätten gesagt, das machen wir nicht mit. Also war die Aufgabe auf der einen Seite, die Ärzteschaft, die, das ist sicher kein Geheimnis, eher konservativ eingestellt ist, die auch sagt, diese ärztliche Schweigepflicht und dieses Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt, das ist unser wichtigstes Gut. Das wollen wir in allen Schritten bei der Pandemiebekämpfung ausreichend berücksichtigt sehen. Und auf der anderen Seite, auch das sollte man nicht vergessen, wir haben eine Bevölkerung, wir sind die Weltmeister im Datenschutz und die Bevölkerung war auch sehr zurückhaltend und hat gesagt, meine Daten irgendwo relativ frei im Internet oder ähnliche Sachen, das wollen wir nicht. Ich wohne ja hier in Lübeck und habe deshalb auch etliche Beziehungen nach Dänemark. Dort geht man ganz anders um mit diesen Datenschutzdingen. Da ist das wesentlich offener alles. Aber in Deutschland gibt es klare Regeln. Das heißt also, die Freiwilligkeit und diese beiden Gruppen, die man jetzt in solch einer Corona-Warn-App zusammenbringen muss. Und das war nicht so ganz einfach. Und deshalb sind wir, ich habe ja da an entscheidender Stelle mitgewirkt, haben wir gesagt, wir wollen bei aller Praktikabilität, die wir unbedingt haben wollen und auch bei aller Aussagekraft, die diese App haben muss, wollen wir diese Dinge, das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient und das Bedürfnis des Patienten nach Datenschutz nicht aus dem Auge lassen. Und lassen Sie mich eins sagen, es ist eine freiwillige App, aber immerhin im europäischen Vergleich, wir haben 25 Millionen User, wir haben ungefähr 2600 Patienten, die täglich ihre positiven Ergebnisse mit den anderen teilen. Wir haben
wenn es gemeldete Diagnoseschlüssel von täglich von fast 30.000. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist nun völlig eine Geschichte, die nicht es keinen Erfolg gebracht hat, sondern wir haben schon auf dieser freiwilligen Basis, glaube ich, etwas erreicht, was in vielen anderen Ländern, ich denke auch gerade Australien wurde ja schon zitiert, als wir mit unserer App starteten, ging durch die Presse, Australien stellt die App gerade ein. Das heißt also, wir haben schon eine ganze Menge erreicht, aber ich gebe Ihnen auch recht, wir können sicher an der einen oder anderen Schraube noch stellen. Aber was aus unserer Sicht niemals geschehen darf, ist, dass aus der Freiwilligkeit der medizinischen Maßnahmen ein Zwang wird. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass in der Politik man doch auch aus der Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, immer häufiger darüber nachdenkt, ob man nicht dort einen entsprechenden Zwang aufbauen kann. Das würden wir als Ärzte aus meiner Sicht ablehnen. Außerdem müssen wir auch eins sagen, wir sprechen hier ja auch allgemein über Digitalisierung. Also wenn ich so das letzte Jahr Revue passieren lasse, was dort alles geschehen ist an Digitalisierung. Wir haben drei große Gesetze bekommen. Wir haben mittlerweile das Meldesystem zu den meisten Gesundheitsämtern läuft digital. Also wir haben eine ganze Menge erreicht und trotzdem einen entsprechenden Datenschutz einhalten können. Also insofern warne ich so ein bisschen vor einem jetzt einsetzenden Übereifer, sondern man soll erstmal das Erreichte sich anschauen und gucken, ob man auf dem Weg der Freiwilligkeit nicht doch weiter marschieren kann. Das vielleicht erstmal aus meiner Sicht zu dieser Thematik. Ja, Herr Dr. Bobrowski, Sie haben ja ein paar interessante Begriffe angesprochen, nämlich Vertrauen und damit natürlich das Gegensatzpaar Misstrauen. Ich wollte nur vielleicht noch zur Ergänzung dessen, was Sie positiv über die aktuelle Version der Corona-App, die ja jetzt um eine Funktion ergänzt wurde, wo man dann händisch selber eintragen kann, wo man dann gerade mit wem war, was im Prinzip aber eigentlich über Bluetooth die App eigentlich alles selber herauskriegen könnte und ein Protokoll führen könnte darüber. Hervorgehoben. Bei dieser Diskussionsrunde, die Sie vorhin gesehen haben, den Ausschnitt mit dem Oberbürgermeister Palmer, habe ich alle drei gefragt, den Oberbürgermeister von Jena, den Landrat aus Gütersloh und den Oberbürgermeister von Tübingen. Und alle drei haben gesagt, bei uns füllen die Gesundheitsämter noch Papier aus und faxen das ans Landesgesundheitsamt. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den Sie da beschrieben haben, Herr Dr. Bobrowski, der im Entstehen ist oder der im sich wandeln ist, dass die Gesundheitsämter digital arbeiten. Nichtsdestotrotz würde ich vielleicht diesen Begriff mit dem Zwang, Herr Professor Dr. Niederrümelin, nochmal aufgreifen. Das ist ja sowohl von Herrn Hasse angesprochen worden, nämlich der Zwang, Daten abzugeben, ja, als auch von Herrn Dr. Bobrowski zu sagen, er hat den Eindruck, in der Politik spiele man mit dem Gedanken, direkt oder indirekt einen Impfzwang vielleicht durchzudrücken. Der Impfzwang ließe sich ja auch indirekt dadurch durchdrücken, dass man sagt, du kommst nur noch in das Flugzeug, nur noch in die Eisenbahn, nur noch ins Fußballstadion oder nur noch in die Oper in München, wenn du hier nachweisen kannst, dass du geimpft bist. Also droht da eine neue gesellschaftliche Bruchstelle, Herr Professor Niederrümelin, dass wir tatsächlich demnächst über Zwang reden müssen? Ja, also ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich habe ja gesagt, ich spreche nicht für den Deutschen Ethikrat, aber ich glaube, so viel darf ich sagen, dass der Deutsche Ethikrat demnächst genau zu dieser Frage, Umgang mit den Impfungen, Impfpflicht ja oder nein, Stellung nehmen wird. Und das werde ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Wir sind da sozusagen im Schlussspurt. Das wird noch in diesem Monat, wenn alles gut geht, der Fall sein. Und das sollten wir nicht jetzt schon diskutieren. Also ich spreche wieder nur für mich. Und deswegen möchte ich nochmal auf diesen wichtigen Punkt eingehen, den Sie, Herr Bobrowski, angesprochen haben, nämlich Vertrauensverhältnis. Also da haben Sie mich völlig auf Ihrer Seite. Ich bin ja auch immer mal wieder eingeladen worden von Ärzteverbänden und mir geht das auch gegen den Strich, dass diese massive Ökonomisierung im Gesundheitswesen dieses Vertrauensverhältnis tatsächlich gefährdet. Die Frage ist, ob eine funktionierende Corona-App dieses Vertrauensverhältnis gefährdet. Da geht es ja zunächst überhaupt nicht um das Verhältnis von Arzt und Patient, sondern es geht darum, dass Personen, die als positiv, also sich infiziert Habende, registriert sind, von den Gesundheitsämtern vorgeladen werden. Das hängt mit der Corona-App nicht zusammen, sondern ist davon völlig unabhängig. Sie werden vorgeladen
Und Gesundheitsämter fragen dann nach, wen haben Sie wann, wo in den letzten Tagen getroffen? Das ist zum Teil schwierig, das kann man sich auch nicht alles immer so merken. Wo waren Sie? Und dann wird aufgrund dessen versucht, dieses Infektionsgeschehen, das mögliche Infektionsgeschehen zurückzuverfolgen und mit Telefonaten und so weiter die Dinge zu unterbrechen. Das ist das heutige Verfahren. Da gibt es auch keinen Datenschutz vor dem Mitarbeiter und Mitarbeiterin des Gesundheitsschutzes, der fragt dann, wen haben Sie wann wo getroffen? Bitte die ganze Wahrheit. Wo waren Sie in den letzten Tagen? Jetzt wird dann oft gesagt, also ich bin sehr für Freiwilligkeit. Das steht hier gar nicht zur Debatte. Um Freiwilligkeit geht es jetzt erstmal überhaupt nicht. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, ja, wenn das freiwillig ist und es eine echte Corona-Tracking-App wäre nach australischem oder taiwanesischem oder südkoreanischem, gibt noch ein paar andere Länder, die das machen, Muster, wie ist es denn dann mit der Akzeptanz? Und das gilt dann so als eine Art erfolgreiches Abwehrargument, dann ist die ja nicht mehr akzeptiert. Das sehe ich anders. Also unsere Nutzerdaten, die wir auf den verschiedenen Plattformen hinterlassen, die werden von den internationalen, von den Tech-Giganten fast beliebig für kommerzielle Zwecke eingesetzt und wie wir wissen, auch vom NSA kontrolliert. Jederzeit kontrollierbar. Zwei europäische Gerichtsurteile, die festgestellt haben, die USA ist kein Safe Harbor. Die Leute wissen das ziemlich genau. Und man weiß auch nicht, was mit den Daten irgendwann passiert. Im Augenblick geht es um relativ harmlose kommerzielle Interessen. Aber was ist, wenn vielleicht doch das eine oder andere durchgestochen wird, zum Beispiel im privaten Kommunikationsverhalten von Prominenten an die Medien, um nur so ein Beispiel zu nehmen. Oder die Browser-Protokolle. Warum sollen die nicht mal durchgestochen werden, wenn das politisch hinreichend spannend ist, an die Medien? Dasselbe gilt für Finanzämter, denen wir hochsensible Daten hinterlassen und uns bei Finanzämtern darauf verlassen können bislang, dass das nicht durchgestochen wird, mit ganz wenigen Ausnahmefällen. Warum um Himmels Willen halten die allermeisten Menschen, die Smartphones nutzen, die Ortungsdienste aktiviert? Wenn wir Google Maps nutzen, die wenigsten von uns schalten den Ortungsdienst ein und wieder aus, aktivieren ihn und deaktivieren ihn kurz danach. Nein, wir lassen die Ortungsdienste in der Regel aktiviert. Jeder schaue auf sein eigenes Smartphone, wie viele Ortungsdienste aktiviert sind. Die Liste kann man einsehen unter Einstellungen. Und warum machen wir denn das? Ja, weil es bequem ist. Und das ist genau der Ansatz und den würde ich jetzt nicht diskreditieren als ein Zwang durch die Hintertür. Wenn wir bei Google, Facebook und Co. bestimmte Vorteile haben dadurch, dass wir die Ortungsdienste aktiviert halten, dann ist es legitim, wenn das die allgemeine Praxis ist in der Bevölkerung, dann ist es legitim für Zwecke des Gesundheitsschutzes, um Tausenden von Menschen Gesundheit zu sichern und Leben zu sichern, dass wir ein paar harmlose Anreize geben dafür, dass die Menschen auch diese Corona-App, wenn sie denn etabliert werden sollte, in ähnlicher Weise mit Ortungsdiensten verknüpft halten. Also zum Beispiel in der Weise, dass, wie es heute schon der Fall ist, wenn man im Intercity einen Espresso bestellen will, dann muss man sich per Barcode eben einloggen und entsprechend seine Daten dort hinterlassen. Und wenn das für den Friseurbesuch und für den Restaurantbesuch gilt und so weiter, dann werden die Leute genauso damit umgehen wie mit jeder anderen App. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also Freiwilligkeit ja, Vertrauensverhältnis Arzt-Patient von höchster Bedeutung. In Fragen des Seuchenschutzes werden aber Erkrankungen weitergemeldet. Das heißt, es geht nur darum, die Gesundheitsämter instand zu setzen, das Infektionsgeschehen auch deutlich oberhalb einer Inzidenz von 50 unter Kontrolle zu halten und dritte, vierte, fünfte Lockdowns mit allen ökonomischen, sozialen, auch grundrechtlichen Nebenwirkungen zu vermeiden, bis dann durch Impfungen die berühmte Herdenimmunität hoffentlich erreicht ist. Professor Dr. Niederrümelin, danke. Ich denke, der Hinweis auf die Datenkraken bzw. die Google und andere ist sicherlich richtig und auch wichtig. Denn das, was Sie gesagt haben, das ist ja verblüffend. Es gibt ja bei Google eine Funktion, da wird so ein Pfad erstellt, wo man sich wie lange
aufgehalten hat. Also das sind sozusagen lokal basierte Daten. Und die muss man ausstellen. Also Google hat das immer laufen. Man kann sich das selber auch angucken. Die wenigsten tun das. Aber man müsste es theoretisch aktiv ausstellen. Also das ist, ich sage mal, für jeden, der an ein Handy kommt und das ausliest, ist das sozusagen ein Tagebuch der Bewegung und Aufenthalte. Und das machen die meisten Menschen. Die müssen noch nicht mal ihre GPS-Funktion einstellen. Das macht Google selbst, ja. Und wir liefern das alles freiwillig tagtäglich ab, wo wir sind, wie lange wir sind, etc. pp. Das ist schon bitter. Und Herr Dr. Hasse hatte sich schon gemeldet. Es stand ja vorhin auch ein bisschen der Vorwurf im Raum, die EU-DGSVO, sprich Europäische Datenschutzgrundverordnung, habe an diesem Umstand eigentlich relativ wenig geändert. Ich denke, das war jetzt aber nicht Ihr Anlass, sich zu melden, Herr Dr. Hasse. Ich würde gleich nochmal auf das Thema zurückkommen, dass Vertrauen bei Herrn Dr. Bobrowski war im Patientengespräch. Ja? Und ich denke, da kann man sagen, da gibt es Vertrauen in fast allen Patientengesprächen mit Ärzten. Und Herr Dr. Hasse hatte gesagt, ja, aber das Vertrauen in die Regierung, das ist nirgendwo so gering wie in Deutschland. In anderen Ländern sieht das anders aus. Da würde ich vielleicht gleich nochmal darauf zurückkommen, ob man da einen Ansatz findet, vielleicht Daten zu erheben, die bei der Gesundheitsvorsorge besser helfen, wenn man sozusagen sicherstellt, dass, also das können Sie vielleicht auch beantworten, Herr Dr. Hasse, Sie haben ja auch Polizeirecht unterrichtet an der Fachhochschule in Thüringen. Wenn wir eine solche Tracking-App hätten, hätte die Polizei Zugriff darauf, auf die Daten? Das ist ja einer der Punkte, die hier in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Oder könnte man das ausschließen, Herr Dr. Hasse? Wenn Sie erlauben, Herr Proll, komme ich auf Ihre Frage gleich zurück. Ich möchte einen Gedanken von Herrn Niederrüberlin aufgreifen. Er hat ja ins Spiel gebracht, die Tracking-App. Die Tracking-Corona-App, die in einigen anderen Ländern anscheinend erfolgreich läuft und offenbar oder auch vielleicht nur scheinbar erfolgreicher ist als unsere Tracing-App. Ich möchte meine juristischen Gedanken vielleicht mal an diesem Beispiel kurz plausibilisieren. Mal angenommen, es würde die Idee tatsächlich geboren, dass wir aus der Tracing-App, die also im Nachhinein nur gewisse Spuren verfolgt, ersetzt durch eine Tracking-App, die gestützt auch durch GPS-Systeme den aktuellen Standort verzeichnet und andere Daten, Metadaten in größerem Umfang aufnimmt und ermittelt als die jetzige Tracing-App. Angenommen, sowas sollte eingeführt werden per Gesetz, dann würden sich Datenschutzbeauftragte wie ich die Frage stellen, ist das erforderlich? Oder würde eine solche Tracking-App hier in unserem digitalen Mittelalter in Deutschland völlig leerlaufen, weil, Herr Dr. Bobrowski hat es angesprochen, in den Gesundheitsämtern noch die analoge Welt leider vorherrscht und dort mit Papier gearbeitet wird, weil es an Personal mangelt in den Laboren, in den Gesundheitsämtern. Also würde möglicherweise eine solche Tracking-App vielleicht theoretisch betrachtet einen Mehrwert bedeuten, aber konkret betrachtet in Deutschland völlig leerlaufen. Käme man zu einem solchen Ergebnis, würde ich Datenschützer sagen, wir brauchen eine solche Tracking-App derzeit nicht, weil sie sinnfrei ist, derzeit. Also das sind solche Gedanken, also vielen sind ja die Gedankenwelt der Datenschützer immer fremd. Man bleibt auch sicherlich oft für immer verschlossen, aber das sind so ganz schlichte Gedanken, die man anstellen muss. Gibt es hier ein milderes Mittel? Macht das überhaupt Sinn? Ist es vernünftig, das jetzt so einzuführen? Oder ist es nur so ein Glaube an die Technik, der zu einem gewissen Maß berechtigt ist, aber der in Praxis sich gar nicht umsetzen lässt? Der Erfolg würde also gar nicht eintreten, weil die Technik am Menschen und an den Gegebenheiten scheitert. Ja. Ich bin,
jemand anders möchte was sagen, dann halte ich mich zurück. Sonst würde ich noch was sagen. Nur dazu könnte ich eine kurze Anmerkung machen. Ich bin jetzt gerade gestern auch wieder in einer Runde mit Informatikern gewesen, um das zu klären. Jetzt diese Disziplin fehlt vielleicht hier. Wir haben Medizin, wir haben Jurisprudenz. Da gehen die Meinungen auseinander, da haben Sie völlig recht. Also wo ich auch skeptisch bin, nach allem, was ich jetzt erfahren habe, ist, wenn wir jetzt wochenlang uns bemühen müssten, erstmal die Gesundheitsämter mit digitalen Tools aufzurüsten. Bis dahin ist es vermutlich zu spät, um diesen Effekt zu erreichen, den wir wollen, nämlich keine dritte, vierte, fünften Lockdowns zu haben. Jetzt das Aber, Sie haben selber darauf hingewiesen vorhin, Herr Proll, die einfachste Möglichkeit wäre die, dass man das Tracking, was ja auf den Smartphones selbst rückverfolgbar ist, im Falle eines positiven Corona-Tests den Gesundheitsämtern zum Nachverfolgen zur Verfügung stellt. Ja, man geht in die Gesundheitsämter fragen nicht mehr, erinnern Sie sich, wo Sie vor 2 Tagen waren und so weiter, sondern man legt sein Smartphone auf den Tisch und die lesen das aus und haben dann, das kann man auch pseudo anonymisiert haben machen. Man muss das nicht so machen, dass dann da die Namen aufscheinen, das wäre sicher riskant, sondern dass man das eben entsprechend verschlüsselt. Man sollte eine Nachverfolgbarkeit der Identitäten vorsehen, deswegen, weil es zum Beispiel auch falsch positive Tests gibt. Wenn man einen falsch positiven Test hat, kann man das mit der Corona-App nicht mehr revidieren. Muss man sich mal vorstellen, kann man nicht revidieren. Man kann dann nicht sagen, aha, war falsch positiv, hat sich herausgestellt, ist nix. Sondern die Gewarnten sind gewarnt und der ganze Mechanismus läuft dort weiter. Das könnte man mit einigem Geschick hinbekommen. Und die Techniker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das wäre so ein in dem Sinne dezentrales System. Ja, gar keine Aufrüstung über große Softwaresysteme in den Gesundheitsämtern, sondern das, was in den Smartphones stattfindet, was man auslesen kann, das ließe sich bei Zusammenarbeit, bei Kooperation durchaus realisieren. Ich würde gleich auf diese Möglichkeit noch eingehen. Es gibt da nämlich von einem Berliner Start-up eine Initiative genau in diese Richtung. Da hat mich gerade hier aus dem Chat jemand darauf hingewiesen. Ich kenne das Unternehmen und kenne auch diese App, da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich würde vorher noch zu dieser Frage, warum ist das alles so schwierig und warum passiert das in anderen Ländern anders? Also in Südkorea, das ist ja angesprochen worden, ist es so, dass generell die Beteiligung freiwillig ist, aber die ist sehr hoch. Nur gehen die extrem weit. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das in Europa machbar wäre. Die nehmen auch Überwachungskameras im öffentlichen Raum, um Gesichtsbilder abzugleichen. Die beobachten Bankbewegungen, um zu gucken, wer mit wem da eventuell Geschäfte gemacht hat und basteln dann daraus sozusagen eine Metadatenebene, um herauszubekommen, ob es irgendwo Infizierte gibt, die vielleicht für einen Hotspot verantwortlich sein könnten. Mag ja pandemisch sehr erfolgreich sein, aber da würde ich auch sagen, das wäre sicherlich datenschutzrechtlich problematisch und ich glaube in Deutschland inakzeptabel. Ja. Wir haben auch die Infrastruktur. Aber die Frage ist ja die, Herr Dr. Hess-Hasse, die ich vorhin schon mal gestellt habe, tragen zu diesem Vertrauen. Sie hatten ja gesagt, es gibt das Vertrauen nicht in die Regierung, dass die sozusagen diese Daten auch ordentlich behandelt. Wobei Herr Professor Nieder-Rübelin gesagt hat, bei den Finanzbehörden sind wir doch durchaus von Vertrauen beseelt, dass die mit unseren Daten ordentlich umgehen. Aber da gibt es auch überall Grenzen. Also bei den Gesundheitsdaten gibt es Grenzen für die Polizei, bei den Finanzdaten gibt es Grenzen für die Polizei. Aber zum Beispiel bei diesen Daten ist ja diskutiert worden, dass solche gesammelten Daten auf einem Smartphone dann für in Ermittlungsverfahren für die Polizei zugänglich wären, Herr Dr. Hasse. Ist das so? Wie immer braucht man die Polizei im Falle einer Datenerhebung, und das wäre es, also die Aufnahme von Daten durch Polizeiorgane, braucht man eine Rechtsgrundlage. Und da gibt es so eine Zweiteilung, einmal die sogenannte polizeiliche Prävention, da sind wir in den Polizeigesetzen oder Polizeiaufgabengesetzen, oder zur Strafverfolgung, da sind wir in der Strafprozessordnung. Keine Sorge, ich tauche jetzt nicht in die einzelnen Normen ein, kann ich tun, aber ich lasse es jetzt erstmal über beiden Rechtsregimen, über beiden Normen herrscht das schon angesprochene Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Bedeutet, die Polizei hat solche
Normen, um einzugreifen, aber sie darf solche Daten nur im Falle der Verhältnismäßigkeit erheben, verarbeiten. Und hier in Thüringen, also hier in Thüringen tauchte die Frage auf, beispielsweise ganz in Ihrem Sinne, Herr Proll, darf die Polizei die Gästelisten, die Corona-Gästelisten bei Gastwirten auslesen? Frage an den Thüringer Datenschutzbeauftragten. Wir haben gesagt, unter dem Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit, das kommt darauf an, die berühmte Juristenantwort, handelt es sich, so haben wir gesagt, um Schwerkriminalität, also Leib-Leben, vielleicht eklatante Kapitalverbrechen, dann darf die Polizei zugreifen, wenn es um eine Beleidigung geht oder gar um eine Ordnungswidrigkeit, haben wir davon abgeraten und sehen in diesen Fällen die Ermächtigung, die Befugnis zur Datenverarbeitung, Datenerhebung nicht. Da ich gerade dran bin, darf ich vielleicht noch was ergänzen. Kleiner Gedankensprung. Ich bin in der Datenschutzkonferenz, also das sind die Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte, gibt es Arbeitskreise. Ich bin Vorsitzender von zwei Bundesarbeitskreisen, nämlich Datenschutz und Schule und Medienkompetenz, weiß also ein bisschen Bescheid, was im Bund da so passiert oder besser gesagt nicht passiert, und das gilt natürlich erst recht für Thüringen. Weil Sie, Herr Proll, vorhin mal gesagt haben, na, die Leute ballern so gedankenlos ihre personenbezogenen Daten raus. Da ist sicherlich was dran. Aber es besteht Grund zur Hoffnung. Wir haben hier in der zweiten Corona-Welle natürlich auch die zweite Welle der Anfragen, welche beispielsweise Videokonferenzsysteme oder welche Schuldatenschutzplattformen dürfen eingesetzt werden. Und das ist ein großer Unterschied zwischen der ersten Welle und der zweiten Welle. Ich habe die erste Welle natürlich auch ein bisschen schulkritisch, so will ich das mal formulieren, begleitet. Haben wir jedenfalls hier in Thüringen inzwischen Fragen, die an mich gerichtet werden, wie etwa folgende. Es dauert nicht lange, aber ich will das mal schildern, weil mich das glatt ein bisschen umgehauen hat. In etwa so. Ein Lehrer fragt mich an, Herr Hasse, ich bin Lehrer an der und der Schule. Mein Schulleiter sagt, wir sollen das Videokonferenzsystem X, nenne ich es mal, einsetzen. Das geht doch aber gar nicht. Die haben ihre Server in den USA stehen. Und da gibt es ja auch noch das EuGH-Urteil Schrems II, das jetzt Privacy Shield als Rechtsgrundlage aufgehoben hat. Also das dürfte doch eigentlich gar nicht gehen. Was sagen Sie dazu? Also in solchen Momenten kriege ich immer Schnappatmung, weil man eben nicht sagen kann, wir kriegen solche Anfragen im Übrigen auch von Schülern, nicht nur von Lehrern, Lehrerinnen und Schülerinnen, dass man nicht so pauschal sagen kann, alle hauen alles raus, was geht, sondern es wächst tatsächlich möglicherweise eine Generationenfrage, eine Bevölkerungsschicht möglicherweise heran, die kritisch eingestellt ist und die sich auch von Vorgesetzten offenbar nicht alles sagen lässt und hinterfragt. Und ich glaube, ich zitiere jetzt immer Nieder Rümelin, aber es geht jetzt nicht anders. Er hat es, glaube ich, auch gesagt, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung hier schärfer wird. Da entwickelt sich was. Die Leute werden schlauer, kritischer, hinterfragen gerade auch ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was ich natürlich sehr erfreulich finde. Und klar, Sie kriegen von uns hier natürlich auch die Unterstützung, die Sie gebrauchen. Also im konkreten Fall fragen wir dann die Schulleitung, was macht ihr da eigentlich? Und wir haben ja durch die DSGVO genügend Befugnisse an die Hand bekommen, das zu unterbinden. Wir sind ja Aufsichtsbehörde, datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde, muss ich ergänzen, über alle Behörden. Auch über die Ministerien im Übrigen, die das noch nicht so ganz gerafft haben. Also das wollte ich damit sagen. Es keimen, und ich glaube, über dieses Aufkeimen einzelner Pflänzchen sind wir schon hinaus. Die Leute sind kritisch, und die Frage, die ich mir immer stelle, muss aber zugeben, dass ich da vielleicht noch nicht auf den grünen Zweig gekommen bin. Warum sind hier in Deutschland eigentlich alle so kritisch? Das kann ja nicht daran liegen, dass wir Datenschutzbeauftragten so eine tolle Arbeit leisten. Also das maße ich mir jetzt gar nicht an. Aber seit dem Skandal, der durch Edward Snowden aufgeflogen ist, dass die Geheimdienste hier alle Daten abgreifen, und auch so in jüngster Zeit gab es hier bezogen auf Deutschland so ein paar Meldungen seltsamer Art, ja, haben die Leute
das Vertrauen, denke ich, ich höre sofort auf, verloren. Denn seit Edward Snowden kann ich nicht erkennen, dass hier das Grundrecht auf Datenschutz gestärkt worden ist. Im Gegenteil, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, das geht ja alles weiter wie bisher, eigentlich noch viel schlimmer, alles das, was vorher rechtlich nicht geregelt war, an eklatanten Grundrechtseingriffen, ist nun rechtlich abgesichert. Und das merken die Leute und die lassen sich nicht hinter die Fichte führen, wie man hier in Thüringen sagt. Herr Dr. Hasse, danke für die ausführlichen Anmerkungen. Einmal uns den Einblick zu geben in einen Hoffnungsschimmer, dass es eine Generation gibt, die sich generelle Fragen bei der Verwendung ihrer Digitalverhalten auch mit Blick auf die Daten stellt. Und das zweite, danke auch dafür, wie selbstkritisch als Datenschützer Sie die letzte Entwicklung auch nach Einführung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung einerseits und andererseits des Aushebelns des EuGH von Privacy Shield sehen. Vielleicht ein Hinweis an dieser Stelle, diese Plattform hier, die wir benutzen, wie alle anderen Aktivitäten, die wir auch bei Digitaler Staat Online fahren, wir ausschließlich auf europäischen Produkten, europäischen Rechnern, weil im Gegensatz zu der einen oder anderen Behörde, das wird vielleicht für Sie auch von Interesse sein, die da nach wie vor WebEx und insbesondere Zoom benutzen, da gibt es dann ganz schlaue Behörden, die sagen, aber die Zoom-Software läuft bei mir auf dem Server. Aber die haben noch nicht gemerkt, dass die Metadaten trotzdem über amerikanische Rechner laufen. Also das finde ich manchmal auch dann doch sehr erstaunlich. Aber da wir viel mit Behörden zu tun haben, wir sind 100% datenschutzgrundkonform. Ich würde aber mal Herrn Dr. Bobrowski zurück in die Runde gerne holen. Und ich würde nochmal ansetzen bei Ihnen. Sie haben gesagt, das Vertrauen im Arzt-Patienten-Verhältnis ist sozusagen die Basis überhaupt für Ihr Tun, wenn das von Erfolg geprägt sein soll. Können Sie sich aber dennoch vorstellen, dass man vielleicht das Gesundheitssystem durch eine App, die vielleicht dann eben doch datenschutzkonform ist, aber doch mehr automatisiert Daten erhebt, als das unsere Corona-Warn-App im Moment tut. Herr Dr. Nieder-Rümelin hatte ja so angedeutet, dass es da Überlegungen auch in der IT-Welt gibt, so etwas zu entwickeln. Würde das Ihnen generell, wäre das generell aus Ihrer Sicht ausgeschlossen? Wäre dann sozusagen da, dann wären Sie ja nicht Sie der Einzige, der die Daten sammeln und die Gesundheitsbehörden, sondern auch eine App würde ja dann Daten sammeln. Also wäre das aus Ihrer Sicht verwerflich? Oder die Bundeskanzlerin hat übrigens vor 2 Stunden gesagt bei der Bundespressekonferenz, es gibt 2 Themen. Sie wirkte da sehr nachdenklich. Sicherlich pandemiebedingt, andererseits auch in Anbetracht der Tatsache, dass Ihre Regierungszeit ja beendet ist. 2 Themen hat sie genannt. Das eine ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens als Top-Thema. Und das zweite Top-Thema sind die digitalen Schulplattformen. Ja, und Sie hatten das angesprochen, Herr Hasse, Dr. Hasse. Da hört man ja nicht immer was Gutes über die digitalen Schulplattformen. Also ist das vielleicht gut, dass es Fehler gegeben hat, um uns jetzt da mehr Ansporn zu geben, die digitale Schule, das Geld ist ja da, digitale Schule zu realisieren. Zurück zu Herrn Dr. Bobrowski. Also ist eine App vorstellbar oder für Sie ausgeschlossen? Nein, natürlich ist eine App vorstellbar. Wir haben ja, der Gesetzgeber hat ja sogar vorgesehen, dass bestimmte Apps, die jetzt von den Krankenkassen geprüft worden sind und von einem Gremium geprüft worden sind, sogar auf Rezept zu erhalten sind. Ich will aber noch mal einmal auf die, das ist vielleicht so ein bisschen vorhin durcheinander gekommen. Also es gibt einmal die Corona-Warn-App, das ist ein Add-on. Ein Add-on zu dem eigentlich ganz normalen, sonstigen medizinischen Geschäft. Das heißt also, wenn ein Patient zu einem Hausarzt geht und es ist der Verdacht auf eine Covid-Infektion, dann wird der Hausarzt ihn in seiner Infektsprechstunde abstreichen. Wir werden im Labor diese Untersuchung machen und selbstverständlich, wenn es positiv ist, sind wir an die gesetzlichen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes gebunden und werden diese Erkrankung auch, so wie das Gesetz das vorsieht, mit den ganz persönlichen Daten weiterreichen. Insofern glaube ich, muss man das deutlich trennen. Die Freiwilligkeit der Corona-Warn-App oder viele andere Apps, Sie wissen ja, es gibt ja auch eine Impf-App und all diese Dinge, wo man also die Patienten auffordert, nehmt doch bitte daran teil, tut in eurer eigenen Verantwortung etwas dazu, dass wir etwas besser fertig mit der Pandemie werden. Auf der anderen Seite aber klare staatliche Vorgaben, was zum Beispiel diese Gesetze angeht. Also das sollte man immer deutlich miteinander trennen. Die zweite Frage, die ist, wir haben immerhin 25 Millionen freiwillige User. Das sagte ich ja schon, ist eine ganze Menge.
Wir haben es im Labor so, dass wenn wir einen positiven Befund haben und diejenigen, die aus den Formularen heraus, also die sich abstreichen lassen, gibt es dort eine Spalte, bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir entsprechend Informationen weitergeben können. Genau das tun wir und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung von vielen hunderten Telefonaten mit Patienten, denen wir sozusagen als Erste die Meldung überbringen, sie sind positiv an dem Abstrich, weil wir im Labor das ja als Erste haben, ganz, ganz viele natürlich genau wissen, wo sie sich infiziert haben. Und dieses Wissen hoffentlich dann auch ans Gesundheitsamt weitergeben. Also ich glaube, das wird so ein bisschen unterschätzt, dass die Patienten nicht wissen, wo sie sich infiziert haben. Und ich sage Ihnen auch, viele sind, auch wenn das in der Presse häufig anders dargestellt wird, sind es Geschehen in Familien, sind es Geschehen, Ausbruchgeschehen in Alten- und Pflegeheimen und so weiter und so fort. Das heißt, die Gesundheitsämter sind nicht völlig blind nach draußen, sondern sie haben eine massive Unterstützung von den Hausärzten, von den Fachärzten und auch von den Laboren, sodass man sehr wohl auch zum heutigen Stand sehr viele dieser Infektionsherde nachverfolgen kann. Auch noch ein Wort dazu zur Digitalisierung. Also ganz so schwarz, wie es hier geschildert wird, ist es auch nicht. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da kann ich es, weil ich es da sehr gut überblicke, aber auch bundesweit, alle Gesundheitsämter haben mittlerweile die DEMIS-Schnittstelle zur Verfügung, also dieses deutsche elektronische Meld- und Informationssystem für Infektionserkrankungen. Und die weitaus größte Zahl kann auch schon mit den Laboren dort kommunizieren. Darüber hinaus haben die Labore auch ihr Teil getan. Fast alle Labore haben eigene Apps entwickelt, sodass sie neben der Corona-Warn-App, wenn der Patient das möchte, auch über die eigene Labor-App in dem Augenblick, wo das Ergebnis medizinisch überprüft ist und validiert ist, der Patient dieses Ergebnis auf seinem Smartphone hat. Also da hat sich ganz, ganz viel getan und die Turnaround-Zeiten von der Abnahme bis hin zur Mitteilung des Ergebnisses sind deutlich kürzer geworden. Denn das ist ja der entscheidende Punkt, an dem wir arbeiten, dass man nämlich von der Abnahme bis zu dem fertigen Ergebnis, das muss eine kurze Zeit sein, denn nur dann hat man die Chance im Grunde genommen, solche Herde einzudämmen. Also ich glaube, man sollte nicht ganz so negativ die ganze Sache betrachten. Wir haben im Zusammenspiel in der Interoperabilität des niedergelassenen Bereiches, des Krankenhausbereiches, aber auch des öffentlichen Gesundheitswesens, was ja früher überhaupt keine Rolle spielte, haben wir im letzten Jahr ganz, ganz viel gelernt. Und ich glaube, wir sind da einen großen Schritt weitergekommen. Und ich sehe manchmal zu meinem Bedauern, dass das in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird, obwohl die Kollegen in allen Bereichen wirklich sich bemühen und auch bemüht haben, hier eine schnelle digitale Informationskette aufzubauen. Ja, Dr. Brubowski, 15.13 Uhr erreicht uns eine Frage im Chat. Woran ist die Einführung von SORMAS, auf das ja jetzt gesetzt werden soll, bei den Gesundheitsämtern gescheitert? Haben Sie da eine Info zu? Nein, das SORMAS ist nicht gescheitert. Das ist ja sozusagen die Software, wo man denn diese Nachverfolgung und die Ausbrüche macht. Der Gesetzgeber hatte ursprünglich vorgesehen, bis 2023 diese SORMAS-Software in den Gesundheitsämtern zu installieren. Da sind wir voll im Zeitplan und ich habe sogar viele Signale gehört, dass man jetzt pandemiegetrieben, vielleicht sogar deutlich vor dem 2023, vielleicht sogar ein Jahr früher, flächendeckend diese Software in Betrieb nehmen kann und dort darüber dann entsprechend Daten austauschen kann. Die Labore sind die Vorreiter in der Digitalisierung des gesamten Gesundheitswesens. Das heißt, wir bieten in allen Möglichkeiten, ob das nun browserbasiert ist oder über entsprechende Konnektoren, die Möglichkeit, unsere Leistungen sehr schnell immer dorthin zu transportieren, wo sie für Therapie und Diagnostik benötigt werden. Also von der Seite der Labore begrüßen wir alle diese Entwicklungen und sind dabei, die auch tatkräftig zu unterstützen. Das war ja auch grundsätzlich, dass eben die Berufsverbände auch der Laborärzte daran beteiligt haben, diese App möglichst schnell ans Laufen zu bekommen, weil wir haben, glaube ich, und das setzt sich ja immer mehr durch, als Erste erkannt, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens große Vorteile, vor allen Dingen auch für den Patienten, der ja letztendlich das Ergebnis
seiner Blutabnahme oder seines Abstriches möglichst schnell bekommen muss, beinhaltet. Also ja, wir sind da sicher diejenigen, die diese Dinge massiv fördern. Ja, also es ist ja angekommen, dass Sie sagen, die Digitalisierung ist gar nicht so schlecht, wie sie geredet wird, und sie ist auch in großen Sprüngen nach vorne. Das gilt ganz offenkundig für Labore. Hier kommt noch eine Anmerkung aus dem Chat. Also warum ist dann die Datenlage des RKI so schlecht und so wenig aussagekräftig? Ja gut, das hat sicherlich auch mit Meldeprozessen zu tun, denke ich. Und RKI, muss man auch dazu sagen, Herr Dobrowski, wenn Sie mir recht geben, ist keine IT-Behörde, sondern eine Forschungsbehörde und eine Gesundheitsbehörde. Das muss nicht immer alles deckungsgleich sein. Herr Dr. Hasse, bevor wir gleich zur Abschlussrunde kommen, Herr Dr. Hasse, Sie wollten noch eine kurze Anmerkung machen? Ja, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch nicht Datenschutzbeauftragter, habe aber hier schon mal gearbeitet, haben wir die Orientierungshilfe Krankenhausinformationssysteme entwickelt. Warum erzähle ich Ihnen das? Es war für mich ein beispielhafter Prozess, wie Mediziner und Datenschützer, Juristen und ITler sich an einen Tisch gesetzt haben. Das war ein großer Tisch. Und dort haben wir in 10 Verhandlungen eine Orientierungshilfe, die keinen gesetzlichen Charakter hat, aber die für mehrere Seiten, also unter anderem die Datenschützer und die Krankenhäuser, inzwischen mehr als eine Orientierungshilfe geworden ist. Wir wissen anhand oder auf der Grundlage dieser Orientierungshilfe, wie die Krankenhäuser oder die Datenschützer ticken und was man machen kann. Das wäre für mich oder ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass bevor Normen, hier ist es keine gesetzliche Norm, sondern nur eine Orientierungshilfe, auch wenn es sehr aufwendig ist, unter den Beteiligten, hier Datenschützern und Medizinern, auch in einem zähen Ring, das ist ja nichts Negatives, geschaffen, kreiert werden kann, und die wird ständig fortentwickelt. Und das Vorteilhafte ist eben, es ist nicht von irgendjemandem eine solche untergesetzliche Norm kreiert worden, sondern wir haben sie gemeinsam entwickelt. Wir halten uns dran, entwickeln sie fort, und aus meiner Sicht ist das, hat das Modellcharakter. Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Bobrowski die kennt, wahrscheinlich ja. Vielleicht sieht er es anders. Für mich ein prima Beispiel, wie man die beiderseitigen Interessen, nochmal Stichwort beide Grundrechte, Leben, Gesundheit auf der einen Seite und Datenschutz auf der anderen Seite, unter einen Hut bringen kann. Ich gebe gerne zu, dass auch aufgrund meiner datenschutzjuristischen Äußerungen mir der ein oder andere Arzt fast an die Wäsche gegangen ist. Also ich bin da mit einem blauen Auge davongekommen. Aber am Ende dieses Szenenrings staatlichen und die, mit dem man sehr viel anfangen kann. Also Plädoyer, Datenschützer und auch die anderen Beteiligten natürlich rechtzeitig einbinden und gemeinsam etwas schaffen, und nicht sich vom grünen Tisch, wo auch immer der stehen mag, sich etwas vorschreiben lassen. Also die Einbindung von Sachverstand, und den gibt es durchaus auch bei den Datenschützern, rechtzeitig vorantreiben. Vielen Dank. Also ich kann das nur bestätigen, wenn ich ganz kurz etwas dazu sagen darf. Ich kenne diese Norm im Einzelnen nicht, aber ich weiß, dass es solche Vereinbarungen zwischen Ärzten und Datenschützern im Krankenhausbereich gibt. Ein gutes Beispiel dafür, es gibt eine ähnliche Vereinbarung für den niedergelassenen Bereich, im ambulanten Bereich. Dort hat man an dem Paragraphen 75b SGB V eine Richtlinie zusammen mit dem BSI erarbeitet. Das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemacht. Diese Richtlinie ist verbindlich für alle Praxen, und sie soll in diesem Jahr noch wesentlich komplexeren Bereich als ein Krankenhaus das darstellt, die Gewährleistung der IT-Sicherheit darstellen. Es gibt entsprechende Schulungsprogramme für die Kollegen. Man hat sich auch daran gemacht und hat sehr an der Realität herangesagt, es gibt kleine, mittlere und sehr große Praxen, so wie meine. Und die haben auch unterschiedliche Ansprüche an die IT-Sicherheit. Und insofern ist das ein gutes Beispiel. Wir haben auch lange darum gerungen, das muss man wirklich sagen, mit vielen, vielen Sitzungen. Aber letztendlich haben wir alle mitnehmen können, eben auch das Bundesamt sogar. Und ich glaube, durch einen sehr detaillierten Umsetzungskatalog ist genau der richtige Weg beschritten worden, um diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Und letztendlich sind sowohl die Datenschützer wie auch die Ärzte
mit dieser Art der Vorgehensweise am besten bedient und am zufriedensten. Und das letztendlich wirkt sich natürlich dann auch auf die Behandlung der Patienten aus. Ganz herzlichen Dank. Ich würde vielleicht ganz kurz, bevor wir eine Abschlussrunde machen, würde ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen. Und vielleicht können Sie das ja mal selber prüfen und vielleicht in Ihren weiteren beruflichen als auch Diskussionszusammenhängen mal mitnehmen. Ich weiß nicht, Sie werden ja wahrscheinlich jetzt nicht ständig verfolgen, was die Fantastischen Vier so treiben. Aber die Band hat mit einem Berliner Start-up zusammen eine App entwickelt, die heißt schlichtweg Luca, L-U-C-A. Und die kann alles das, was wir hier diskutiert haben. Und die ist datenschutzkonform. Die sammelt im Grunde genommen ein Aufenthalts- und Bewegungsprofil. Ja? Und dann ist es halt so, dass derjenige dann sieht, dass der dann Symptome erhält, kann diese Daten, ohne dass er sie selbst einsehen kann, an das Gesundheitsamt, vorausgesetzt, das Gesundheitsamt hat auch diese App, senden. Und dies ist doppelt verschlüsselt und nur das Gesundheitsamt kann das dechiffrieren. Also die haben versucht, soweit es geht, den Datenschutzdingen entgegenzukommen. Ja? Und das wird Sie interessieren, Herr Bobrowski. Da haben schon etliche Kommunen jetzt Morgenluft gewittert, weil sie natürlich damit hoffen, vielleicht auch im Tourismus wieder sukzessive unter Voraussetzung der Einführung dieser App wieder Tourismus betreiben zu können. Und so haben die Inseln Sylt, Föhr und Amrum letzte Woche angekündigt, dass sie all ihren Hotelbetreibern und all ihren Restaurantbetreibern dringend empfehlen, sich diese App runterzuladen und alle Gäste dringend darauf hinweisen, dieses auch zu tun. Wäre vielleicht eine Alternative zu unserer jetzigen Corona-Warn-App, ist ein deutsches Produkt von einem Berliner Start-up, ist mit Datenschützern erörtert worden und die Fantastischen Vier oder zumindest einer von denen hatte auch schon einen Termin bei Gesundheitsminister Spahn. Aber man kann sich vorstellen, da werden jeden Tag 100 neue Ideen abgeladen. Ja? Aber wenn Sie sich das angucken mal, das ist vielleicht tatsächlich eine Alternative. Und das Ding gibt es, das ist entwickelt und es ist kostenlos. Und es kostet nicht wieder zig Millionen, wie die Bundesregierung das letzte Mal mit Telekom und SAP da unglaublich viel Geld verbraten hat, um diese App auf den Weg zu bringen. Ich glaube nämlich auch, dass eine App und vor allen Dingen die Handhabung der App in Taiwan und in Korea bei uns kulturell vermutlich gar nicht durch zu sein setzen wird, mal abgesehen von den datenschutzrechtlichen Aspekten, also dass die Vermischung von Finanzdaten mit Bewegungsdaten aus verschiedenen Quellen dann zu einer Profilbildung herangezogen wird, halte ich für schwierig. Gut, aber das sei gesagt, Luca habe ich auch erst letzte Woche gesehen. Da hat mich der Oberbürgermeister von Jena darauf aufmerksam gemacht. Die wollen das nämlich auch einführen. Gut, jetzt würde ich ganz gerne zur Abschlussrunde kommen und nochmal eine Perspektive versuchen zu entwickeln. Herr Professor Dr. Nida Rümelin hatte ja mit einer Dramatik angefangen, indem er gesagt hat, die Kollateralschäden, die entstehen durch die Maßnahmen, vielleicht gar nicht so sehr hier in Europa, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Die werden bei weitem das überschreiten, was wir uns als Pandemiefolge bisher vorgestellt haben. Es wird Hungerstote geben durch Lieferketteneinbrüche etc. pp. Also das wissen wir ja, dass häufig Folgeschäden dramatischer sind als die ursächlich angerichteten Schäden einer Katastrophe. Und jetzt nichtsdestotrotz, im Moment sind wir noch in der Pandemie und wir haben noch einen verlängerten scharfen Lockdown. Also ja, scharf, die einen sagen scharf, die anderen sagen nicht scharf genug. Jedenfalls, wir werden auch weiter ringen, denke ich, um Grundwerte, weil wir ja das Problem haben, dass wir auch zum Beispiel mit der Liste der hierarchisierten Impfgruppen, da gibt es ja auch eine verfassungsrechtliche Diskussion, ist das überhaupt im Rahmen einer Verordnung machbar, dass man festlegt, in welcher Reihenfolge welche Bevölkerungsgruppen geimpft werden, oder hätte man mindestens eine Parlamentsdebatte plus ein Gesetz dafür schaffen müssen? Finde ich auch eine sehr interessante und grundsätzliche Frage, mit der wir uns noch beschäftigen werden. Jetzt aber die Chance an Sie, meine Herren.
Es war wenig strittig, die Runde, aber ich habe viel gelernt über die Betrachtungen der einzelnen Seiten. Und es sollte ja auch keine fetzige Runde sein, also wo wir uns jetzt irgendwas an den Kopf werfen, sondern wenn alle etwas mitgenommen haben, auch insbesondere unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ruhig, prononciert und tiefgreifend man ein solches Thema erörtern kann, ja in diesen Tagen auch erörtern muss, dann hat das schon was gebracht. Und ich würde vielleicht in umgekehrter Reihenfolge wie zu Beginn anfangen mit Herrn Dr. Bobrowski. Wie glauben Sie, dass dieser Grundwertestreit, wird er sich legen oder werden wir den noch weiter austragen? Und wie wünschen Sie sich, dass das tariert wird, dass diese Rechte miteinander sozusagen ausgewogen werden? Sie sind Arzt, Sie sind dafür verantwortlich, dass die Menschen gesund bleiben und wieder gesund werden. Also Ihre Prämisse ist doch eigentlich klar, oder? Die ist völlig klar. Es ist ein medizinisches Problem und dieses medizinische Problem muss medizinisch gelöst werden. Und dieser Weg ist ja auch vorgezeichnet, indem wir ja jetzt eine vernünftige Impfstrategie haben, die im Grunde genommen nur in dem Maße nicht umgesetzt werden kann, weil man vielleicht das etwas unterschätzt hat, wie die Impfstoffproduktion vor sich gehen können. Also hier ist ja eine klare medizinische Lösung da. Und diese medizinische Lösung, wenn sie dann kommt, wird hoffentlich die anderen Dinge, die wir hier diskutiert haben, dann in den Hintergrund treten lassen. Ich glaube, wir dürfen den Weg der Freiwilligkeit und der informellen Selbstbestimmung auch in solch einer Krise nicht verlassen. Die Schäden, die dann zurückbleiben, sind sicher viel, viel höher als möglicherweise wirtschaftliche Schäden. Denn das ist in den Köpfen der Menschen und das heilt längst nicht so schnell, wie man möglicherweise einen wirtschaftlichen Schaden heilen kann. Insofern glaube ich, dass wir hier eigentlich auf einem guten Weg sind. Wir brauchen die Instrumente, die hier beschrieben worden sind, sowohl das klassische medizinische Handeln zwischen Patient und Arzt bei der Bekämpfung der Pandemie, aber auch die Add-ons, seien das jetzt die Impf-App oder sei das die Corona-Warn-App. Mit diesen Dingen können wir uns den Weg erleichtern, aber ganz hinten bleibt es ein medizinisches Problem, das man gesellschaftlich begleiten kann, aber die Lösung muss aus der Medizin kommen, die muss aus den Ärzten kommen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Also die Humanmedizin hat da Priorität, das ist ja auch klar und verständlich. Dr. Hasse, ich habe Sie ja jetzt heute kennengelernt als jemand, der sehr nüchtern die Dinge sieht und auch durchaus sich vorstellen kann, mit einer gewissen pragmatischen Betrachtung zu sagen, der Gesetzgeber hat natürlich in Abwägung vom Erfolg der Bekämpfung der Pandemie die Möglichkeit, da zu justieren, könnte man vielleicht sagen. Ja. Wie glauben Sie, dass diese Diskussion weitergeht? Es ist so, wie Sie sagen, Herr Proll, der Gesetzgeber kann justieren. Und wer vor diesem Hintergrund sagt, Datenschutz verhindert den Schutz der Gesundheit, redet Quatsch. Punkt. Wir kommen jetzt zu Herrn Professor Nida-Rümelin. Sie hatten ja das am Anfang genannt. Ein Thema, vielleicht können Sie da am Rande darauf eingehen, weil es so ein bisschen zu den Kollateralschäden gehört, die Sie anfangs genannt haben. Also wenn es um Leben, um Hunger, um berufliche Existenzen geht. Ich habe vor Tagen mit jemandem telefoniert aus Hamburg, einem Ex-Staatssekretär, der sich jetzt in der Rolle als Betreuer seiner Enkelinnen und Enkel in Hamburg betätigt. Und mit dem habe ich länger gesprochen über die Schulplattformen. Und der hat gesagt, ich habe Digitalisierungspolitik gemacht. Und nach dem, was ich in dieser Familie, meiner eigenen Familie erlebt habe, kann ich nur sagen, es gibt nur ein Thema und das ist die digitale Schule. Denn wir sind ja gerade dabei, einen ganzen Jahrgang zu versenken, muss man ja schon sagen. Denn einige Lehrer sind total engagiert. Einige Schulen sind toll aufgestellt. Aber das trifft eben nicht auf alle zu. Und in einigen Bereichen habe ich den Eindruck, ich habe ja Mitarbeiter, die haben Kinder, ich habe viele Mitarbeiter mit Kindern, und deswegen bin ich ja da tagtäglich mit konfrontiert. Das ist teilweise eine reine Katastrophe. Und das sind doch auch riesige Kollateralschäden, die sich noch über Jahrzehnte nachziehen werden, Herr Nida-Rümelin. Ja, in der Tat. Also ich habe jetzt gewissermaßen schon durch Ihre Fragestellung die Rolle da noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Wasser in den Wein zu gießen.
Es ist völlig richtig. Es gibt jetzt nur eine medizinische Lösung. Therapien haben wir ja bislang keine, jedenfalls keine wirklich wirksame. Alle hoffen jetzt und ich auch auf den Erfolg der Impfstrategie. Aber es hilft nichts. Es muss einen extrem besorgen, dass wir in Europa insgesamt mit derartiger Hilflosigkeit auf diese pandemische Herausforderung reagiert haben. Deutschland konnte sich lange Zeit brüsten, deutlich besser gefahren zu sein als die anderen. Im Rückblick betrachtet war das wahrscheinlich ganz überwiegend dem zeitlichen Ablauf der Pandemie in Europa zu verdanken. Die schrecklichen Bilder aus Bergamo und Umgebung, die hier geholfen haben, mehr auch als die Maßnahmen, die notwendig waren damals. Maßnahmen mussten ergriffen werden, ob genau die, darüber kann man streiten. Aber was täten wir denn, wenn wir jetzt keine Impfung hätten? So weitermachen, bis Ökonomie, soziales Leben, kulturelles Leben ruiniert ist, mehrere Generationen von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Bildungsweg beschädigt sind? Das ist ja ein Wunder, dass es gelungen ist, in dieser kurzen Zeit Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Das war ja nicht selbstverständlich. Hätte ja auch anders kommen können. Was hätten wir denn dann gemacht? Und deswegen bin ich wirklich sehr dagegen, mit einer ganzen Kaskade von Abwehrargumenten nicht auf globale Vergleiche zu schauen. Wir sind uns einig hier, schon wegen der fehlenden infrastrukturellen Voraussetzungen lässt sich vieles nicht übertragen. Aber die Tatsache, dass Südkorea zu Beginn der Pandemie nach China die zweithöchsten absoluten Infektionszahlen hatte, ein Land mit, glaube ich, 52 Millionen Einwohnern, wir haben 83 Millionen Einwohner, an zweithöchster Stelle nach China lag Südkorea und hat dann durch eine sehr kluge Containment-Strategie, die auch vorübergehend unter Druck kam, auch aus ideologischen Gründen, weil es da auch Gruppen gab, die sich nicht beteiligen wollten, religiöse Gruppen, am Ende eine Todesrate von, wie ist es jetzt, knapp 1000. Wir haben über 40.000. 40.000 bei 83 Millionen, zu 52 Millionen. Und dann zu sagen, ja, das sind kulturelle Unterschiede, das ist nicht vergleichbar, das mache ich nicht mit. Es gibt kulturelle Unterschiede in Europa, es gibt kulturelle Unterschiede weltweit. Man könnte genau umgedreht sagen, Ostasien, was so stark auf Familienzusammenhalt, auf Gemeinschaft setzt, was so viele, viel engere Kontakte hat in den Städten, wer mal in Taipeh gelebt hat, der kann das bestätigen, oder in Seoul. Gerade diese Länder sind ja besonders gefährdet, weil sie die Distanz nicht wahren, wie nordeuropäische, skandinavische Länder zum Beispiel auch im Alltag. Also Vorsicht mit solchen kulturalistischen Abwehrargumenten. Südkorea ist eine liberale Demokratie mit einer sozialliberalen Regierung, ohne Populismus, ohne diktatorische Neigungen. Wir dürfen auch lernen von anderen Erfolgen. Und das ist nicht übertragbar. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Aber es kann nicht sein, dass wir bei der nächsten Pandemie in Europa und in Nordamerika so hilflos reagieren, wie wir jetzt reagiert haben. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und deswegen ist auch dieses Thema digitale Tools nutzen in einer solchen Krise so aktuell. Nicht nur zur Bewältigung dieser Krise, sondern auch der nächsten und übernächsten. Ja, Herr Professor Nieder-Rümelin, ganz herzlichen Dank. Und wir sind am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Es hat mir eine große intellektuelle Freude gemacht, Sie hier reden zu lassen und Ihnen zuzuhören. Und das eine oder andere, glaube ich, ist auch deutlich geworden. Also es ist ein medizinisches Problem. Es gibt dennoch einen Pragmatismus auf der Datenschutzseite und es gibt Möglichkeiten, das politisch nachzujustieren, wenn es einem gemeinsamen Ziel folgen soll. Es gibt den Appell, sich wirklich ohne Vorbehalte, ohne Systemvorbehalte, umzuschauen, was auf der Welt in anderen vergleichbaren wirtschaftlichen oder demokratischen Staaten gemacht wird, ohne zu sagen, das ist ein Systemvorbehalt, das geht bei uns aus kulturellen Gründen nicht so. Und vielleicht dann in der Konsequenz auch mal zu sagen, ich verlasse mal mein eigenes Regime an Regularien und an Dingen und weiche mal, vielleicht auch nur temporär, weiche ich mal ab, um das große Ziel, was wir ja alle haben, diese Pandemie in den Griff zu kriegen, mit erfolgreich zu unterstützen und zu gestalten. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Herren, ich wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Arbeit viel Erfolg. Bedanke mich ganz herzlich nach München und in den Norden und auch nach Erfurt und weise darauf hin, dass in, ich weiß nicht genau wann, in einer Stunde oder so, können Sie diese komplette Sendung auf der Mediathek von digitaler-staat.online nachsehen. Vielen Dank für die Zeit, meine Herren, und die guten Argumente.
Auf Wiederhören. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es auch leider wieder schon heute hier vom digitalen Start Online. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung. Besonderer Dank gilt natürlich auch allen Beteiligten der Diskussionsrunde zu diesem sehr spannenden und kontroversen, natürlich auch so ein bisschen heiklen Thema. Kontrovers geht es auch hier beim digitalen Start Online am 27. Januar weiter, wenn wir über das Verhältnis von Presse und Polizei diskutieren werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Ansonsten gerne zu einem anderen Zeitpunkt hier beim digitalen Start Online oder hoffentlich an der einen oder anderen Stelle in 2021 dann doch auch mal real. Machen Sie es gut. Bis dahin bleiben Sie gesund.